Hallihallo, ich zeige euch heute im Video, wie ihr diese Bluse kreieren könnt. Es wird kein 1:1 Tutorial, weil das Design nicht selbst von mir ist, sondern ich habe die Bluse auf einem Bild auf Instagram von Gabrielle Marcel gesehen. Die hatte sie mal online in ihren Shop, also sie verkauft sie gerade nicht, aber sie hatte eben das Design einmal online. Und ja, ich habe mich in die Bluse verliebt und ich wusste auch noch, dass ich den Stoff hatte und ich hatte auch noch so einen pinken Stoff und ich dachte irgendwie, das wäre die perfekte Bluse für den Sommer. Und ich weiß natürlich nicht, wie sie die ganze Bluse konstruiert hat. Ich habe auch auf dem Bild erkannt, dass sie zum Beispiel nicht mit Belegen gearbeitet hat. Was ich jetzt aber für mich entschieden habe, weil ich dachte, das wäre einfach eine schöne Art und Weise, die zu verarbeiten. Genau, also seht das Video einfach nicht als komplette Anleitung, sondern ihr seht meine Konstruktion, also wie ich das Design umgesetzt habe. Aber das Design an sich und der Schnitt ist auf jeden Fall von ihr inspiriert. Also schaut auf jeden Fall auch mal bei ihrem Instagram vorbei. Genau, aber ich will euch einfach ein bisschen Inspiration geben und vor allem einfach zeigen, auch wie mein Prozess ist. Also ich habe ja jetzt auch nur das Foto online gehabt und ich musste jetzt auch mehr oder weniger selber herausfinden, wie ich die Ärmel konstruiere, wie ich den generellen Schnitt aufbaue und so weiter. Aber ich liebe die Bluse auf jeden Fall jetzt schon. Ich habe die gerade erst frisch genäht, also die habe ich vor einer halben Stunde frisch von der Nähmaschine fertig genäht. Und die Bluse hier, die zeige ich euch im ganzen Video. Also es geht um den Stoff hier. Das ist 100% Tencel, also es ist ein super edler Stoff. Ich finde ihn mega schön. Er schimmert in jedem Licht ein bisschen anders. Und genau hier seht ihr nochmal so den groben Schnitt unten mit der Rüsche hin, zwei Abnäher. Dann hier vorne, das hat ihre Bluse zum Beispiel auch nicht. Meine hat hier nochmal einen Brustteil mit einem Abnäher. Genau, und dann halt hier vorne diese zwei Teile, die ich jeweils mit einem Beleg versäubert habe, weil ich dachte, wenn es hier so aufklappt, wie ihr hier auch seht, dann fände ich das schön, wenn der Originalstoff auch auf der Seite ist. Und bei ihrem Bild kann man erkennen, dass sie das einfach nur versäumt hat. Also da habe ich einfach ein bisschen anders gearbeitet und habe mir das selber erschlossen. Und hier unten eben mit diesem Bindegürtel und ich habe auch die Ärmel ein bisschen anders gemacht. Auf ihrem Bild sieht man, dass sie die normal gerüscht hat und ich dachte, dass ich nicht so viel Volumen dadurch kriegen werde bei dem Stoff. Deswegen habe ich hier so große Boxpleats gelegt und weil mir das immer noch nicht genügend war, habe ich da sogar noch Schulterpolster reingenäht. Also das seht ihr dann auch später nochmal genauer im Video. Und die Bluse hier habe ich ein bisschen anders gemacht. Die habe ich nämlich tatsächlich einfach nur mit gerüschten, also eingereihten Ärmeln gemacht. Finde ich eigentlich auch ganz süß und ich finde auch, dass die tatsächlich ganz gut stehen. Genau. Wenn euch interessiert, wie ich die Bluse genäht habe, wenn ihr ein bisschen mehr Inspiration braucht, dann macht euch einen Tee oder einen Kaffee, schaut euch das Video entspannt an und genau, ich würde sagen, legen wir mal los. Ich habe dann erstmal damit begonnen, das Bild zu analysieren und eben die ganzen Schnittteile, die ich brauche, herauszufinden. Und habe mir dann mal meine ganzen Schnittmuster, die ich so daheim rumwägern habe, habe ich mir alle mal zur Hand genommen und habe eben überlegt, welche ich denn, also welche Teile ich von welchen Schnittmuster nehmen kann und die dann anpassen kann, damit ich eben dann auf das Design komme. Und ihr seht, ich habe das jetzt hier mal ganz grob zusammengenäht, einfach aus dem Reststoff, den ich noch rumfliegen hatte. Und das sind auch noch einige Änderungen, die ich dann gemacht habe. Also zum Beispiel hinten seht ihr jetzt gerade, dass es viel zu weit absteht. Also da habe ich die Abnäher noch tiefer gemacht. Vorne gingen mir die viel zu hoch, diese zwei offenen Vorderteile. Die Ärmel waren mir noch zu lang und haben mir generell nicht gefallen. Also die hatten noch viel zu wenig Volumen für meinen Geschmack. Und da seht ihr mal so den Prozess. Also da habe ich dann wirklich noch fast an jedem Schnittteil ordentlich was geändert, bis ich dann eben auf die finalen Schnitte gekommen bin. Und die habe ich dann aus meinem Originalstoff ausgeschnitten. Das war wie gesagt 100% Tencel und die orange Bluse ist ein 100% Viskosestoff. Und ich habe dann jetzt angefangen, die Vorderteile schon mal zusammenzunähen. Das habe ich euch jetzt nicht weiter gezeigt, weil das voll individuell ist, wie ihr die dann eben konstruiert. Aber das habe ich in meinem Fall eben mit so zwei kleinen Brustabnähern gemacht und dann das Brustteil auch nochmal an das Vorderteil jeweils rangenäht. Und dann ist der erste Schritt, dass ihr die Schulternähte schließt. Ihr bekommt da jetzt auch so ein bisschen einen Eindruck, wie meine Schnittteile ungefähr aussehen und vielleicht könnt ihr dann auch einfach mal bei euren eigenen Schnittmustern, die ihr schon daheim rumliegen habt, einfach mal schauen, aus welchen man eben sowas dann basteln könnte. Also das mache ich tatsächlich ganz oft, wenn ich irgendwas Neues nähe, dass bevor ich mir irgendwie neue Schnittmuster kaufe oder mir ein komplett neues von Grund auf selber mache, dass ich erstmal schaue, okay, habe ich nicht schon eine Art Wickelbluse, die ich irgendwie verändern könnte, dass die so und so dann aussieht und so einen bestimmten Ausschnitt hat und so weiter. Also nehmt das wirklich nur so ein bisschen als Inspiration und als Anregung.
Genau, und so sieht es dann aus, wenn ihr die Schulternähte geschlossen habt und natürlich auch alles immer versäubern zwischendrin. Das Ganze macht ihr dann auch noch mit dem Beleg. Also habe ich genauso verarbeitet wie jetzt vorher das Teil. Die sind auch jetzt prinzipiell identisch, aber natürlich ist der Beleg nicht ganz so breit oder halt einfach nicht so groß wie die Originalteile dann. Aber ihr steckt euch das jetzt komplett einmal an dieser ganzen Ausschnittkante und auch am Rückteil an dem Ausschnitt entlang einmal fest, damit wir das dann gleich einmal absteppen können. Und somit ist dann halt sowohl das Vorderteil als auch das Rückteil und auch nochmal das andere Vorderteil, was eben unter dem anderen dann beim Wickeln liegt, ist alles mit einem Beleg ordentlich versäubert und sieht schön aus. Und ganz wichtig ist es hierbei auch noch, dass ihr einen Bändel schon mal mit dazwischen rein sandwicht. Ich habe das in meinem Fall auf der langen Seite gemacht, weil die soll überlappen. Also ein Vorderteil ist ein bisschen länger als das andere. Und genau, an der Stelle habe ich dann einfach unten, ich glaube nach 2 cm habe ich dann angefangen, das Band noch mit reinzulegen und habe das dann auch direkt mit abgesteppt und damit dann halt auch in der Naht befestigt. An den beiden Ecken von den beiden Vorderteilen bin ich dann einmal einfach in der Kante mit der Nadel stecken geblieben, wie immer, habe den Fuß gehoben, habe das einmal um 90 Grad gedreht und nähe dann einfach weiter, bis eben zum Rückteil und dann auch wieder in die andere Ecke und dann wieder runter. Also das könnt ihr alles mit einem Mal, also in einer einzigen Naht abnähen. Der nächste Schritt war dann bei mir, dass ich jetzt die komplette Nahtzugabe von dieser Belegnaht eben nach rechts gelegt habe, also auf den Beleg zu, und steppe den jetzt einmal von oben ab. Da habe ich meine Stichlänge auch ein bisschen länger gemacht und das ist einfach nur, damit später der Beleg einfach ordentlich liegt und sich nicht die ganze Zeit, vor allem gerade am Rückteil, nicht wieder so rausklappt, weil das wäre einfach super nervig. Genau, und dann habe ich auch schon meine Falten gelegt, das habe ich einfach gefreestylt und habe es natürlich aber bei beiden Ärmeln identisch gemacht. Und habe das einmal mit einem Stich einfach kurz fixiert, dass die Falten erstmal liegen. Habe die Ärmel dann einfach offen eingesetzt und ihr seht jetzt hier, wie ich die Ärmelnaht dann danach nochmal mit der Overlock versäuber. Einfach, dass innen drin wieder alles super sauber ist und die dann auch das Waschen gut übersteht. Und dann geht es jetzt tatsächlich auch schon aufs Ende zu. Und zwar habe ich mir dann hier noch einen langen Volant, also einfach einen ganz langen Streifen ausgeschnitten, den ich dann versäume und dann gerüscht an das komplette Teil eben rannähe. Und da könnt ihr einfach immer mal eure Strecke unten messen, also wie lang euer Teil ist, wo ihr das rannäht. Und dann mal 1,5 mal 1,6, je nachdem, wie sehr gerüscht ihr das haben wollt. Also das habe ich mir dann einfach selber abgemessen und berechnet. Und genau, die Breite könnt ihr natürlich sowieso immer komplett selbst entscheiden. Ich wollte jetzt einen relativ langen haben, deswegen war der, glaube ich, 13 cm. Und da geht er dann nochmal so 1-2 cm weg zum Rannähen und zum Versäumen. Das müsst ihr immer noch mit einrechnen. Aber das könnt ihr komplett machen, wie ihr das gerne möchtet. Und dann habe ich das lange Stoffstück einfach unten mit einem Babyhem, wie immer, ihr kennt es langsam, einmal versäumt. Genau, also ich habe es einmal hochgeschlagen, gebügelt, ganz, ganz knapp kann ich abgesteppt, dann die Nahtzugabe zurückgeschnitten, dann nochmal rumgeklappt und so habt ihr einen super feinen, super kleinen Saum. Dann habe ich die ganze Rüsche natürlich auch noch gerüscht. Und das habe ich gemacht, indem ich 2 lange Nähte genäht habe, ohne vor- und zurückzunähen, mit einer ganz, ganz großen Stichlänge. Dann habe ich das einfach mit der Hand eingerüscht und eben rangesteckt. Und jetzt dürft ihr natürlich nicht vergessen, die Stichlänge wieder zurückzumachen. Das passiert mir ganz oft, dass ich dann noch, wenn ich die Rüsche dann rannähe, wieder mit einer Stichlänge 5 nähe. Das dürft ihr natürlich nicht machen. Also dreht es dann wieder zurück oder stellt es wieder zurück. Und genau, näht es dann wieder mit einer ganz normalen Stichlänge einmal fest.
Und das Ganze habe ich dann auch nochmal mit der Overlock versäumt. Und jetzt habe ich auch noch mich dazu entschieden, Schulterpolster reinzunähen, weil mir irgendwie die Ärmel noch nicht voluminös genug waren. Und das habe ich komplett gefreestylt, also vertraut da jetzt mal nicht auf meine Kenntnisse. Ich habe noch nie Schulterpolster genäht. Ich dachte einfach, die Form könnte passen. Ich habe es drunter gehalten, es sah gut aus. Deswegen habe ich die einfach so gemacht, dass ich so ein Stück Volumenvlies einfach zwischen zwei Stofflagen von meinem Stoff gesandwicht habe, das dann einmal abgesteppt habe und dann habe ich es einfach auf die Schulternaht drauf genäht. Und im Endeffekt hält das jetzt super gut und ich denke mal, ich kann es auch gut waschen. Das muss ich jetzt noch ausprobieren. Aber genau, also wenn ihr da eine bessere Variante oder technisch richtigere habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich dachte einfach jetzt, für meine Zwecke funktioniert das und für die orange Bluse habe ich es ja gar nicht benutzt. Da habe ich dann die Ärmel normal eingerüscht. Und das ist dann auch schon das fertige Projekt. Also ich finde die Bluse echt super cool und ich hatte sie jetzt auch schon ein paar Mal an. Und auch gerade die Orangen. Also es sind so richtig schöne Sommerblusen. Einfach könnt ihr ja aus jedem Stoff nennen. Ich glaube, aus einem super süßen karierten Stoff würde es auch mega cool aussehen. Also könnt ihr echt eurer Kreativität komplett freien Lauf lassen. Und natürlich könnt ihr die Ärmel auch kurz oder lang machen oder auch unten noch in den Ärmeln jeweils einen Gummizug einziehen oder so. Also seht es einfach nur als Inspiration. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Easy.